Das ganze 2021 steht vor uns, und da spreche ich mit Michael Ross, einem Comiczeichner aus Berlin. Hallo Michael, wie geht's? Hallo, sehr gut. Dankeschön. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Comicsover Warschawa hat dich eben eingeladen, denn dein Comic Der Unfall wurde zum besten deutschsprachigen Comic 2020 gekürt. Herzlichen Glückwunsch bei der Gelegenheit. Er wurde dann eben auch ins Polnische übersetzt und ist bei Team of Comics erschienen. Das Buch handelt über einen behinderten jungen Noel. Seine Mutter liegt im Koma und er muss in eine Behindertenbetreuungseinrichtung nach Neuerkerode, wo ausschließlich ca. 800 Behinderte leben. Du hast dort 1,5 Jahre lang recherchiert und während der Arbeit an dem Comic zeitweise selbst in dem Dorf auch gewohnt. Als ich 2016 in Venedig zum 500. Jahrestag der Gründung des ersten Ghettos recherchierte, fand ich heraus, dass dieser Ort sowohl der Ausgrenzung als auch dem Schutz der Juden diente. Ist Neuerkerode auch so ein Ghetto oder eher doch mehr ein inklusiver Ort? Ich glaube, das ist sehr tatsächlich sehr schwierig zu beantworten, weil es sehr davon abhängt, wie man es sieht, weil das ist ja auch gerade eine Frage, die ist politisch sehr brisant. Also was ist Inklusion, was ist ein inklusiver Ort und was ist ein nicht inklusiver Ort? Und mein gesamtes Ziel eigentlich mit diesem Buch, hier nochmal als Objekt, war, diese Frage nicht zu beantworten. Weil mein Ziel war eigentlich, mit dem Buch vor allem eine Geschichte zu erzählen mit einem Hauptcharakter, der genau ist wie wir alle, mit dem wir uns gut identifizieren können, mit dem wir uns gut verbinden können als Leser. Mit dem kleinen Unterschied, den er zu uns hat, dass er eine geistige Behinderung hat. Und sozusagen mein Ziel war gar nicht zu gucken, leben wir in einer schlechten oder in einer guten Welt oder leben wir in der bestmöglichen Welt oder in der schlechtmöglichsten Welt, sondern einfach zu gucken, dass diese Gruppe, die in Deutschland immer noch, glaube ich, sehr wenig in den Medien vorkommt und sehr wenig Medienpräsenz hat, eben mit dieser Geschichte ein kleines Stückchen sozusagen in die Öffentlichkeit zu bringen, wie das mit einem kleinen Comic eben möglich ist. Das war so mein Hauptanliegen. Und dennoch werden diese Menschen ausgegrenzt. Wie stehst du zur Ausgrenzung von Menschen generell? Ich bin natürlich gegen die Ausgrenzung von Menschen. Habe auch bei dem Buch zuerst mal sozusagen, ich habe meine, die erste große Aufgabe war überhaupt mal die Ausgrenzung, die sozusagen in mir stattfindet, überhaupt mal dingfest zu machen. Und zu erkennen, ah ja, hast du Vorurteile, hast du, wie denkst du über Menschen mit Behinderung? Ich habe zwar einen Großvater, der blind war, aber eben mit Menschen mit geistiger Behinderung hatte ich sehr wenig Umgang vor diesem Buchprojekt und habe erst, natürlich, wenn man sozusagen wenig Umgang mit Menschen hat, dann denkt man, ja, ich habe vielleicht gar keine Vorurteile. Und erst im direkten Umgang merkt man, ah ja, ich habe Vorurteile. Und ich glaube, wir haben alle Vorurteile. Also ich glaube, da kann sich niemand frei machen und es ist vielleicht auch was ganz Menschliches. Aber umso wichtiger fand ich dann festzustellen, ja, es ist sehr, sehr entscheidend, glaube ich, sich diese, also die Grundlage für Ausgrenzung, das Vorurteil, nicht sozusagen zu zensieren und nicht so tun, als hätte man keine Vorurteile und würde man nicht ausgrenzen, sondern mehr diese Arbeit zu tun, dass man sich dieser Vorurteile bewusst wird. Heutzutage findet die Ausgrenzung auf mehreren Ebenen, Corona, LGBT, Rassismus, dort vor Ort, wo es eben überwiegend Behinderte, also andere sozusagen wohnen, findet wahrscheinlich die Ausgrenzung weniger aus, weil alle quasi gleich sind. Wie muss man sich diesen besonderen Ort in Neuerkerode dann vorstellen? Ja, vielleicht in erster Linie gar nicht so besonders. Also es ist ein
es hat so eine sehr dörfliche Struktur. Es gibt alte Gebäude, neue Gebäude. Ist ja auch schon, wie gesagt, jetzt 150 Jahre alt. Wurde als Privatstiftung gegründet, eben in der Zeit, wo ganz viele Menschen in Deutschland von den ländlichen Räumen in die Städte gezogen sind. Und oft sind in dieser Zeit wer zurückgeblieben ist, waren die behinderten Kinder. Und eben ein Pastor dieser Gegend in Neukerode hat eben dieses Leid gesehen, dieser Kinder, die einfach zurückgelassen wurden. Und hat gesagt, ja, da müssen wir was tun, hat sich mit einer reichen Stifterin zusammengetan und die haben das zu zweit sozusagen, diese Stiftung gegründet. Also eigentlich aus einem ganz, aus einem ganz humanitären Gedanken ist das entstanden. Und dann erfährt dieses Dorf, diese bürgerliche Stiftung erfährt natürlich in der Nazi-Zeit die genaue Umkehrung. Also es geht plötzlich nicht mehr um das Schützen und um das ein Zuhause kreieren, sondern es geht plötzlich darum, dass die Leute abtransportiert werden, umgebracht werden und der Ort erfährt eine komplette Umdeutung. Und das Gleiche passiert in den 70er Jahren nochmal, als dann die Nazi-Zeit eben aufgearbeitet wird in Neukerode und die Geschichte klar wird, was passiert ist dort, wie viele Leute deportiert wurden und der Ort dann nochmal eine Umdeutung erfährt. Und ja, so ist dieser Ort ständig in einem Deutungswandel. Und natürlich ist es im Alltag nicht feststellbar. Im Alltag sind da einfach die Leute dort zu Hause, leben dort, arbeiten dort, lieben, haben Freunde, haben Dramen, haben Missgeschickte, haben Glücksfälle. Und es ist einfach ein ganz normales Alltagsleben. Du bist dorthin gegangen mit einer besonderen Aufgabe, eben. Der Umfall ist eine Auftragsarbeit der schon hier mehrmals erwähnten Evangelischen Stiftung Neukerode, die vor 150 Jahren gegründet wurde und seine eben Höhen auch wie auch Tiefen hatte. Wie hast du, mit welchem Blick besonders hast du dann du mit dieser Aufgabe im Hintergrund und als Comiczeichner diesen Ort dann gesehen? Der Blick war vor allem am Anfang erstmal versuchen, alles zu verstehen. Also versuchen, die Beziehungen zu verstehen, die Motivation, die Träume, die Ambitionen der Menschen dort und überhaupt erstmal in diesen sozusagen in diesem Verständnis für den Ort zu entwickeln. Und dann ging das weiter über die sprachlichen Eigenheiten. Wie spricht jemand? Wie drückt sich jemand aus? Was ist der Humor? Was sind die Gags? Und so Stück für Stück diesen Ort zu verstehen. Und es hat am Anfang super schlecht geklappt, weil ich dachte, ich kann da so journalistisch arbeiten und Leute einfach befragen. Und natürlich hatten die Neukeröder überhaupt kein Interesse, Fragen zu beantworten. Weil die viel mehr Interessen hatte, mich kennenzulernen und vielleicht was zusammen zu machen, mir ihre Wohnung zu zeigen. Und ich habe plötzlich gemerkt, ich muss erstmal selber drei Gänge runterschalten und einfach ein bisschen entspannen und dort ankommen. Und so kam dann eben die Idee, nicht nur irgendwie immer ab und zu hinzufahren für eine Stunde oder so, sondern einfach über 4-5 Tage am Stück dort zu bleiben. Ich hatte eine kleine Wohnung im Dorf und über dieses dort Wohnen hat sich dann alles, was ich sozusagen davor nicht geschafft habe, über dieses rationelle Rangehen, hat sich plötzlich eingestellt. Weil man ist dann einfach da gewesen, ist rumgesetzt und plötzlich tauchen die Stories auf. Und plötzlich in Nebensätzen fängt jemand plötzlich das Erzählen an und sagt, ja, das war damals so und so oder ich habe das so und so erlebt und plötzlich hat sich das Dorf mir ein Stück weit erschlossen. Wir greifen ein bisschen voraus. Du hast es auch schon erwähnt, 180 Behinderte von Neukerode wurden von den Nazis ermordet. Wenn man so will, ist die Stiftung Neukerode ein Teil der deutschen Geschichte, aber Polen und Deutschland haben nun mal verschiedene Erinnerungsorte.
Wie hast du auf die Idee reagiert, dass der Comic auch in Polen erscheint? Wie habe ich auf die Idee reagiert, dass der Comic in Polen? Ja, natürlich mit großer Freude, weil ich freue mich immer unglaublich, wenn diese kleinen Comics, die ich mache, wenn ich sie mache, denke ich sie immer, sie sind das Uninteressanteste in der Welt. Und ich denke mir, du sitzt vor so kleinen Bildchen, die du dir ausmalst. Warum soll sich das irgendjemand kaufen und auch so viel Zeit damit verschwenden? Und so aus dieser inneren Perspektive entstehen die Comics so. Und also der extremen Unwichtigkeit. Und in dem Moment, wo diese Bücher übersetzt werden und sich ein Übersetzer an die Arbeit macht, das zu übersetzen und es in eine andere Sprache rüberzuholen und es andere Leser findet und vielleicht dann auch anders interpretiert werden kann in anderen Ländern, ich bin einfach nur glücklich. Also es ist ein Höchstgefühl mit jeder Publikation in einem anderen Land. Der Umgang der beiden Länder, Deutschland und Polen, mit verschiedenen Minderheiten ist unterschiedlich. Unterschiedlich ist auch die Präsenz verschiedener Minderheiten im öffentlichen Leben in den beiden Ländern. In Polen ist es eher etwas tabu, auf den Straßen sieht man kaum Behinderte. Dein Comic könnte daher fast schon eine Aufklärungsarbeit leisten dort im Lande. Siehst du das auch so? Wie gut passt die Behindertengeschichte in die polnische Realität? Oh, da bin ich wirklich überfragt. Also ich habe zwar kleinere Radtouren nach Polen gemacht, aber nie länger dort gewohnt. Deswegen weiß ich über die Lebensrealität gar nicht so viel. Und ich bin tatsächlich dann mit dem Buch immer noch sehr beschäftigt, wie diese Minderheit sozusagen in Deutschland überhaupt behandelt wird und verfolge das sehr, immer noch sehr interessiert fange auch jetzt hier gerade erst so mit sozusagen, dass das Buch in anderen Ländern erscheint, zu kapieren, aha, es ist wirklich in jedem Land sehr unterschiedlich. Also jedes Land hat einen speziellen Umgang damit. Und der ist mal ausgrenzender, mal inklusiver. Und zum Beispiel die Überraschung mit Brasilien, also dass in Brasilien, als es erschienen ist, auf Portugiesisch, das ganze Thema ganz anders behandelt wird und eigentlich viel inklusiver als zum Beispiel in Deutschland. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie du darüber denkst. Ja, ich habe eventuell das schon so ein bisschen angedeutet in meiner Frage. Ich finde, man redet tatsächlich nicht viel über die Behinderten. Das ist tatsächlich so ein Tabuthema. Und deswegen eben auch meine Frage. Also ich finde schon, dass dieser Comic eine Aufklärungsarbeit leisten könnte, beziehungsweise du wirfst uns ein in eine Welt, die für diese Welt eben normal ist. Und der Comic liest sich für mich ja auch ziemlich normal. Also gut, ich bin vielleicht ein bisschen schon vorbereitet, weil mein bester Freund in Berlin eben mit Behinderten 24/7 arbeitet. Deswegen sind das immer auch Geschichten, die wir uns erzählen, beziehungsweise die er mir erzählt. Deswegen kenne ich das ja. Und da ich ja auch aus einer total gemixten Familie, kulturell und national komme, ist es ja auch nicht wirklich ein Thema. Also gut, ich habe es bemerkt, dass ich immer anders war, auf mehreren Ebenen. Aber da ich ja so war oder bin, habe ich die anderen nicht anders gesehen, weil ich wusste, das ist ja völlig was Natürliches, dass jeder anders ist. Und nun ist mal so. Und keine Ahnung, Augenfarbe oder eine Behinderung oder Religion oder Sexualität, das spielt im Prinzip gar keine Rolle. Aber ich denke, Polen wäre dann in dem Fall noch nicht so weit. Ja, das ist immer die Frage, wie weit eine Gesellschaft ist. Und da ist eben irgendwie ein Stück weit die Hoffnung, dass diese kleinen Geschichten, so vielleicht so unwichtig sie sind, ich meine, diese Bücher erscheinen in sehr kleinen Auflagen und haben einen, glaube ich, sehr kleinen Leserkreis. Aber trotzdem, es ist halt einfach sozusagen ein kleiner Baustein. Und ich denke immer, eine Geschichte hat eine Möglichkeit, dass man in die Schuhe der Hauptfigur schlüpft, eben diese Identifikation. Und das habe ich als Comicleser immer sehr früh mit Tim und Struppi,
der ja nicht, also mit Hergé ist ja kein Glanzlicht der Inklusion. Ganz im Gegenteil. Aber trotzdem, mit Timme Struppi ist es ganz extrem, dass man wirklich in diese Schuhe von Tim schlupft. Und das war immer mein Ziel in meinen Büchern, dass das auch funktioniert. Und dass es tatsächlich auch mit Figuren funktioniert, die wir erstmal als ganz andersartig empfinden. Eben dieser Noel, der vielleicht erstmal auf den ersten Seiten nichts mit uns zu tun hat. Und ich merke immer, wenn ich das Buch einem 13-, 14-Jährigen in die Hand drücke, dass der erstmal 2 Stunden verschwindet und das komplett durchliest. Und diese Identifikation mit diesem Andersartigen eben im Comic sehr gut funktioniert. Aber das ist die Frage, auch für wen hast du eben diesen Comic geschrieben? Für diese Jugendliche oder auch für Erwachsene? Ich schreibe mein Buch nicht für eine bestimmte Zielgruppe. Also meine Hoffnung ist immer, dass das Buch seinen Leser findet. Und dieses Zielgruppendenken ist ja auch selbst im Marketingbereich inzwischen sehr veraltet, so dass man eigentlich denkt, ja, die Zielgruppe existiert eigentlich so gar nicht. Und man weiß oft nicht genau, wer es am Schluss in die Hände bekommt. Und deswegen freut es mich ja meistens, wenn irgendwie mein 70-jähriger Onkel das Buch lesen kann und versteht. Oh, und auch ein 13-Jähriger das Buch toll findet. Und was natürlich das Schwierigste ist, weil es natürlich Interessenunterschiede gibt zwischen den Altersgruppen, das ist schon klar, aber ich denke mir immer, eine gute Story ist eine gute Story und die findet viele Leser. Bevor wir kurz reinblicken in die Geschichte gleich, ich hätte doch noch eine Frage. Die deutsche Ausgabe ist jetzt diese hintere und die polnische ist hier diese vordere. Das heißt, die polnische Ausgabe ist ein bisschen kleiner. Was sagst du dazu? Bist du damit zufrieden, dass es ein bisschen in kleinerem Format erschienen ist als das Original? Ja, bin ich. Für die Deutschen braucht man immer sehr große, schwere Bücher, weil sie das besser finden. Das ist ein bisschen wie mit den Essensportionen. Und tatsächlich sind die Zeichnungen in der leichten Verkleinerung, funktionieren sie tatsächlich, finde ich, noch besser, weil sie ein bisschen kompakter sind und das grafisch den Zeichnungen ganz gut tut. Also ich bin mit der kleineren Ausgabe eigentlich sehr zufrieden. Ja, dann, wenn ich dich bitten darf, lernen uns jetzt diesen jungen Noel mal kennen. Oh, der Prinz und die Prinzessin. Hallo? Ja, bitte? Wo ist die Kohle? Gleich hier unten links, neben dem Meerschweinchenstreu. Weil wir grillen heute. Marshmallows. Ist mein Geburtstag heute. Schön. Ja, dann alles Gute. Wie alt wirst du denn? Hä? Wie alt werden? Ich werde doch nicht alt. Der wievielte Geburtstag, meinte ich. Ach so, der wievielte, also, Moment mal. Mumsi, der Weihnachtsmann fragt, wie viel der Geburtstag heute ist. Wir brauchen nur eine Packung. Leg die andere bitte wieder zurück. Mumsi, können wir ein Meerschweinchen haben? Pack. Nein, können wir nicht. Ich feiere heute mit meiner Mumsi, weil sie meine Mama ist. Und meine Mama liebe ich. Na komm jetzt. Ihr Meerschweinchen kommet, Noel. Noel. Ja, gleich. Eine Runde muss noch sein. O komme doch all. Noel. Noel, es reicht. Du nervst. Mumsi. Marshmallows sind fertig. Lecker. Gibt es auch weniger verkohlte? Ist bisher der beste. Seufz. Was denn das da? Bitteschön. Für mich?
Ja, für wen denn sonst? Mein Geburtstagskind. Los, auspacken. Ratsch. Ja! Jetzt musst du nicht mehr länger in der Luft spielen. Highway to Hell! Moment mal. Da ist noch was dran. Hä? Mumsi, was denn das? AC/DC. Die kommen nach Berlin im September. Und rate mal, wer da zusammen hingeht. Wir, Mumsi! Wir! Alles Gute zum Geburtstag, mein Teufel. Mumpf, Mumpf. Wir sind für immer zusammen, oder? Klar bleiben wir zusammen. Für immer, immer? Ja, für immer, immer. Ja, aber auch für immer, immer, immer? Ja, natürlich. Du musst es sagen. Oh, du Nervensäge. Rums. Hä? Mumsi? 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 Rüttel, rüttel. Mumsi schläft da auf dem Boden. Schlafen tut man aber im Bett. Schlecht, schlecht, schlecht. Und Blut, da ist auch Blut. Blut auf dem Boden. Gehört da nicht hin. Stopp. Muss mich beruhigen. Stülp. Nachdenken. Muss nachdenken. Der Doktor muss kommen. Mumsi ruft den Doktor normalerweise. Aber jetzt ist nicht normalerweise. Mumsi kann ihn jetzt nicht rufen. Noel muss den Doktor rufen. Du. Aber dafür braucht man eine Nummer. Die richtige Nummer. Fische. Ja, was mit Fische? Vielleicht. Tut, tut. Klick. Hier die Notrufzentrale Berlin. Wie kann ich Ihnen helfen? Der Doktor. Hallo? Ja? Also, der Doktor muss kommen, weil meine Mumsi liegt da im Bad und will nicht aufstehen. Und da ist auch Blut, da wo es gar nicht hingehört. Der Doktor muss jetzt kommen, jetzt. Gut, wir schicken sofort einen Wagen. Geben Sie mir bitte Ihre Adresse durch. Die Adresse? Ja, damit wir zu Ihnen finden, benötigen wir die genaue Adresse. Es ist sowas mit Karl drin. Die Karlstraße vielleicht? Nee, der hat so einen Weihnachtsmannbart. Ah, Sie meinen die Karl-Marx-Allee? Ja, genau die! Gut, dann bitte noch die Hausnummer, bitte. Die Nummer. Bam, 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 bam. Die Nummer. Hallo? Hallo? Ja, immer noch dran. Haben Sie jetzt die Haus... Nicht auflegen! Noel ist gleich wieder da. Ring! Ich komm ja schon, meine Güte. Noel, was hast du denn? Die Nummer. Ich brauch die Hausnummer. Die Hausnummer? Noel, das weißt du doch. Das ist die 246. 246, 246, 246. Was denn los, Nöhlchen? 246. Gut. Und bei wem klingeln wir? Stock. Nein, wir brauchen nicht den Stock. Wir brauchen Ihren Namen. Stock, wir heißen so. Stock. Ach so. Wir schicken sofort den Wagen. Du. Alles gut, Mumsi. Der Doktor kommt. Mach dir keine Sorgen. Mit Blaulicht und Tatütata. Ist im Nullkommanix hier, Mumsi. Zwei große Kerls kommen, hauen die Badtür durch, packen Mumsi in eine Decke aus Gold. Sie sieht ganz klein aus zwischen denen. Die fahren irre schnell mit Tatü, Tata und allem. Die 4 ist frei.
Wartet! Plaff! Was macht ihr mit ihr? Hey, warte mal. Du darfst da nicht rein, verstehst du? Loslassen! Ab hier kümmern sich die Ärzte gut um deine Mama. Ich muss doch bei ihr bleiben. Bei meiner Mumsi. Die Decke aus Gold. Ja, vielen Dank. Die Decke aus Gold, mit der seine Mutter dann bedeckt worden ist auf dem Weg zum Krankenhaus. Zu Beginn die Geschichte tragisch, aber doch witzig. Da sind ja mehrere Witze schon da gewesen. Mit der Etage, also mit dem Stock, also Namen, Wortspiele. Dann eben dieses voll Emotionale, wie der Kleine reagiert auf die Geschenke. Ja, war das von Anfang an deine Idee, das auch voll mit Humor zu packen? Oder war das natürlich so? Also ich liebe diese Bücher, die diese Schwere mit dem Leichten verbinden zu wissen. Und halte das auch mitunter für die größte Kunst. Also ich möchte... Es gibt die schwersten Themen sind oft von großen Künstlern auf ganz leichtfüßige Art und Weise erzählt worden. Und ich weiß nicht, ob ich es immer schaffe, aber das ist mein Ziel, dorthin zu kommen. Und eben das Kleine mit dem Großen zu verknüpfen. Ich meine, am Schluss bindet er sich diese Golddecke um und es hat in dem Moment natürlich was von dem goldenen Vlies und von dem antiken Helden, der er auch ist. Und diese Funktion hat er auch in der Geschichte. Er ist unser Held. So. Er schafft das Unmögliche. Wenn es in dem Moment auch etwas für uns ganz Alltägliches ist, durch diesen Telefonanruf, den er hinbekommen muss und den er auch hinbekommt, kriegen wir mit, wie kompliziert es für ihn ist. Ja, und diese Fragen, ob dann die Mutter für immer bleibt, beziehungsweise ob die zwei zusammenbleiben für immer, 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 aber immer. Und ja, ist es eben nichts für immer. Der kleine Junge wird dann allein, geht zu dieser Betreuungseinrichtung. Der Hauptprotagonist Noel ist fiktiv, aber gab es reale Vorbilder in Neukarode für ihn? Ja, also diese zentrale, seine sozusagen zentrale Geschichte, wie er nach Neukarode kommt, wurde mir von einem jungen Mann in Neukarode so erzählt. Es war in dem Fall nicht mit seiner Mutter, sondern mit seinem Vater. Und aber eben dieses sehr traumatische Erlebnis. Du bist in einem Moment bist du noch völlig zu Hause aufgehoben bei deinen Eltern und plötzlich zerbricht diese Situation in einen Scherbenhaufen. Und plötzlich bist du derjenige, der dein Leben, der die Entscheidungen treffen muss. Was er davor einfach überhaupt nicht gewohnt war. Und plötzlich so, okay, wer ruft den Arzt? Ja, das macht doch eigentlich meine Mutter. Die ist aber gerade, die kann das nicht, also muss ich das machen. Und dieses, also muss ich das machen, habe ich ganz stark, als er mir das eines Abends erzählt hat, ganz stark empfunden, dass es für einen Schock war, aber auch für eine, was es für eine Dynamik in ihm freigesetzt hat. Also ich glaube, oft sind die Familien mit Kindern mit einer geistigen Behinderung, die stellen sich sehr aufeinander ein. Also es sind oft sehr enge Familien, wo eine sehr große Symbiose stattfindet und auch ein wahnsinniger Zusammenhalt besteht. Und oft habe ich dann in Neukarode festgestellt, dass die Menschen ihre Familie vermissen und dass auch eine große Traurigkeit darüber besteht, dass diese Familie irgendwie nicht mehr sie hält oder nicht mehr genauso hält wie früher. Aber im gleichen Atemzug auch irgendwie sind sie immer um ihre Freiheit froh. Also es ist dieses sehr, es ist nicht das eine und nicht das andere. Und das habe ich versucht, ein bisschen in dem Buch zum Ausdruck zu bringen. Der Noel wird erwachsen, nimmt sein Leben in die Hand und meistert das ziemlich gut durch das ganze Buch, oder?
Er kriegt das ziemlich gut hin und es ist immer die Frage, wie ein Teil 2 aussehen könnte, weil der Teil 1 ist dieses Ankommen in dieser fremden Welt und diesem fremden Dorf und eigentlich wäre der Teil 2 und da bin ich immer mit dem Leiter von Neukerode am Scherzen. Der Teil 2 ist eigentlich, dass Noel eine Arbeit finden muss und sozusagen sein berufliches Leben auf die Reihe bekommt. Und ich glaube, das wäre nochmal ein ganz spannender zweiter Teil, den ich mir dann aber fast pessimistischer vorstellen müsste, weil ich glaube, das ist immer noch, das ist die wirklich große Hürde für Menschen mit geistiger Behinderung in unserem Land. So, das ist, sobald es um den Arbeitsmarkt geht, wird es echt schwierig. Wird es denn einen zweiten Teil geben? Ich lasse es immer offen, weil die Figuren aus dem Buch und diese Zeit in Neukerode und diese Verbindung zu den Menschen dort ist für mich was ganz, ganz Besonderes. Und von daher, vielleicht dauert es noch ein bisschen, aber ich denke, es könnte gut sein. Also Noelle hatte Vorbilder. Wie viel Realität gibt es insgesamt in dem Comic und wie viel hast du erdacht dazu? Also ich glaube, man merkt das ganz gut in dem Buch, zum Beispiel, dass so Traumsequenzen zum Beispiel erdacht sind oder so bestimmte Momente. Aber ich habe dort 1,5 Jahre verbracht und habe schon versucht, wirklich viel zu sammeln, also viel Originalsätze, viel Bewegungsabläufe auch. Also diese ganz, zum Beispiel Valentin mit seinem mit dem Tüdel. Das sind alles Details, die aus Neukerode so eigentlich direkt übersetzt sind ins Buch. Aber trotzdem ist die Geschichte an sich dann wieder eine Fusion, weil sozusagen ganz viele reale Anteile eben in einen fiktiven Kontext gesetzt werden und damit es überhaupt eine Erzählung ist. Weil es sind ja eigentlich in Neukerode, ich habe ja 60, 70 Erzählungen sozusagen mitbekommen von ganz unterschiedlichen Schicksalen. Und meine Idee war sozusagen, schon eine Figur zentral zu haben, aber eben möglichst viele von diesen realen Geschichten in das Buch, über kleine Details reinfließen zu lassen. Das ist ein wunderbar leichtes, lebensbejahendes Buch, das trotz aller Tragik hochkomisch ist und zutiefst berührend, unterstrich die Jury des Max- und Moritz-Preises, der wichtigsten Comic-Auszeichnung in Deutschland. Wie in jeder guten Geschichte gibt es auch im Umfall Liebe, Eifersucht, Kummer, Angst, Neugier, Spannung. Der Übersetzer ins Polnische war eher davon begeistert, wie die Geschichte geschrieben ist und dass sie aus der Perspektive von Noel erzählt wird, als von dem Behindertenthema. Siehst du, das hätten wir dann auch wieder. Bevor du den Auftrag der Stiftung angenommen hast, gab es schon zwei andere Comiczeichner, die es aber abgelehnt hatten. Was hat dich dazu bewegt, den Unfall dann doch zu schreiben? Tatsächlich guter Zuspruch. Also als das Angebot aus Neukerode kam und die auch gesagt haben, hey, wir wollen es wirklich machen, bist du da mit dabei? War schon ein großer Respekt vor dem Thema da, weil du willst natürlich nicht dann so eine Geschichte machen, die zeigt, ah, alles ist happy, alles ist su super, du willst nicht das beste Freunde Comic machen. Also du willst kein so zart schmelzendes Produkt liefern, was irgendwie sagt, ja, mit ist doch alles okay. Läuft doch mit Inklusion. Und natürlich, das Thema ist natürlich voller Fettnäpfchen, wo man reintreten kann. Und da war erstmal schon, es hat ein paar Wochen gedauert, bis Freunde von mir gesagt haben, hey, das ist eine so große Chance und du kannst persönlich so viel in dieser Zeit lernen, dass auch wenn es schief geht, hast du immer noch einen Gewinn, weil du einfach diesen Ort kennenlernen darfst und einfach nochmal deine Lebensrealität ein bisschen erweitern kannst, so deinen Erfahrungshorizont. Und eigentlich so bin ich an das Comic rangegangen, eigentlich schon mit dem Gedanken auch an das Scheitern, so dass ich sagen, okay, das ist ein so heikles Thema,
die Wahrscheinlichkeit, dass du scheiterst, ist relativ hoch. So. Du bist ja in Deutschland bekannt, aber vielleicht nicht unbedingt ganz in Polen. Deswegen ein bisschen über dich. Schon als kleiner Junge las du begeistert Comics. Du hast aber nicht mit Comics angefangen, in deinem beruflichen Leben sozusagen. In München geboren, absolvierst du zunächst eine Ausbildung zum Theaterschneider an der dortigen Bayerischen Staatsoper. Dann kamen der Umzug und ein Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, wo du Modedesign studiert hast. Dein erster Comic, Herrengedeck, veröffentlichst du mit 24 im Eigenverlag. Der richtige Durchbruch kommt mit dem Auslandsjahr an der Brüsseler Hochschule für Bande Dessinée, nachdem du komplett beim Comic bleibst dann. Warum brauchte es diese Umwege zum Comic in deinem Fall? Weil das Comic in Deutschland immer noch so, also das ändert sich jetzt langsam, aber das Comic ist ein wahnsinnig kleines Ding in Deutschland immer noch. Das ist in Polen auch nicht anders. Ja, in vielen Ländern. Aber zum Beispiel, wenn man es mit Frankreich vergleicht, wo das eben so Teil der Populärkultur ist und so ein großes Interesse der Öffentlichkeit an Comics besteht, mit irgendwie 6.000 Neuveröffentlichungen nur im Bereich Comic jedes Jahr, ist ja unvorstellbar. Und für mich war immer klar, boah, die Comics sind meine Leidenschaft und war, seit ich klein bin, immer ein Traum, diese Comics zu machen. Und aber immer irgendwie den Gedanken, das ist kein Beruf, das ist keine Karriere, darauf kannst du kein Haus bauen. So. Das ist eine verrückte Idee. So. Und deswegen immer der Gedanke, okay, du musst halt erstmal eine Berufsausbildung machen und du brauchst immer ein Fundament, was sozusagen dich finanziell trägt, wenn du die Comics machen möchtest. Und hat sich auch so bewahrheitet, also die Berufsausbildung, sowas kann ich jedem Künstler nur empfehlen, weil das kann eine sehr brotlose Kunst über lange Zeit finanzieren. Arbeitest du tatsächlich in den anderen Bereichen parallel zu deiner Comic-Kunst? Also ich habe nie im Bereich Mode gearbeitet, weil es mir einfach ist mir ein zu kalter Bereich. Ich arbeite immer noch als, also nicht ganzjährig, aber so saisonal bedingt auch als Herrenschneider an Opernhäusern, ja. Das ist auf jeden Fall immer noch ein Teil der Einkommensquelle. Als Künstler arbeitet man eher alleine, man braucht die Fokussierung, man wird eher ungern abgelenkt. Wie arbeitest du an einem Comic-Projekt generell? Sehr unterschiedlich. Ist oft ein bisschen, also der Anfang ist oft sehr, sehr unzusammenhängend und sehr schleppend und da bin ich wenig an meinem Arbeitstisch. Und sobald dann die Story ein bisschen weiter geschrieben ist und es ein bisschen klarer ist, wird es so ein 9-to-5-Job. Und dann bin ich auch wirklich sozusagen ganz konservativ und es gibt ganz klare, irgendwie um 7 ist man am Tisch und um 18 Uhr ist wieder Schluss. So ein ganz normaler Arbeitstag eigentlich dann. Was gibt dir diesen Rhythmus? Erstmal interessiert sich ja niemand für deinen Comic, was du machst. Also es ist ja erstmal nur dein Ding. Was ja in den seltensten Fällen so, dass es ein Auftrag ist oder so, oder wo jemand irgendwie, wo es irgendeine Deadline gibt. Also muss man irgendwie diese Energie, diesen Druck im Kessel, die muss man selber schaffen. Und sagst, okay, du musst um die Uhrzeit da sein und bis da und da muss das geschafft sein. Und dir überhaupt so eine Wichtigkeit zu geben, damit dir nicht diese Energie flöten geht, die du brauchst, um so ein Buch durchzustehen. Und da finde ich es sehr hilfreich, so eine ganz geregelte Woche dann auch mit einem ganz normalen Wochenende. Wir sind ja, glaube ich, jetzt in der dritten Welle inzwischen von der Corona-Pandemie. Hat diese Pandemie daran etwas geändert? Oder das eher sogar noch verstärkt, diesen Rhythmus? Das war erstmal überhaupt keine Umstellung, weil man als Comiczeichner tatsächlich so ein bisschen im Homeoffice arbeitet. Und sehr auf sich allein gestellt ist. Und ich hatte das letzte Jahr eben das Glück, mit Hochdruck an einem Buch zu arbeiten.
Also das Buch Goldjunge über Beethovens Jugendjahre ist eben, das musste eben letztes Jahr noch fertig werden im Beethoven-Jahr und deswegen war das ganze Jahr unter einem wahnsinnigen Zeitdruck und ich habe ein Stück weit von dem Lockdown und von Corona nicht so viel mitbekommen, weil ich einfach so viel in diesen Zeichnungen unterwegs war und so viele Zeichnungen gemacht habe. Und es ist eher jetzt, dass ich jetzt irgendwann auch mal in der dritten Welle des Buches fertig. Ich habe gerade nicht so viel zu tun, es gibt keine Aufträge. Jetzt langsam wird mir so ein bisschen klar, was eigentlich gerade Sache ist. So. Mit dem Unfall solltest du im Herbst anlässlich dessen Übersetzung ins Polnische zum Comic-Festival nach Warschau kommen. Corona hat die Mobilität eingeschränkt. Du hast in dieser Zeit an einem anderen Comic zu Ende gearbeitet, nämlich Goldjunge über Beethovens Jugendjahre. Wir sehen soeben den Umschlag, den Buchcover. Ich weiß, dass Team of Comics auch an diesem Comic Interesse hat. Leider schon nicht mehr im Beethoven-Jahr 2020. 2020 sollte ein ganzes Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven werden. Da kam eben Corona. Über Goldjunge schrieb ich schon in meinem Blog Book Comic Art auf WordPress und dort habe ich schon geschrieben, dass dein Comic doch irgendwie der Pandemie zu verdanken ist. Du zeichnest nämlich Anfang 2019 schon im Auftrag der Berliner Staatsbibliothek eine kurze Comic-Erzählung, die als Teil für eine Beethoven-Ausstellung geplant war. Aus der Ausstellung wurde nun dann wenig, da der Eröffnungstag auf den Beginn des ersten Lockdowns fiel. Du bliebst aber bei dem Thema und bei dem Komponisten und so ist ein ganzes Buch geworden. Was hat dich dazu bewegt? Hoffentlich nicht die reine Konjunktur für das Genie, oder? Und ich mache Augenzwinker. tatsächlich war es, wie gesagt, zum ersten Mal in erster Linie ein Auftrag. Und ich bin sehr opernaffin, weil ich viel an Opern gearbeitet habe und habe deswegen so einen guten Zugang zu klassischer Musik, aber speziell zu Beethoven eben nicht, weil er ja kaum Opern geschrieben hat. Und dann mit diesem ersten Auftrag für diese Kurzgeschichte, was die so in etwa die ersten 20 Seiten des Buches sind, für die Berliner Staatsbibliothek, habe ich eben angefangen zu recherchieren, mich in die Musik reinzuhören und diese Figur zu entwickeln. Und habe dann irgendwie gemerkt, es ist irgendwie... Da ist ein inneres Interesse da an dieser Figur. Und dann war es aber eigentlich schon zu spät, damit anzufangen. Es war eigentlich schon Anfang letzten Jahres mit dem Beethoven-Jahr. Eigentlich war ich schon viel zu spät dran, wenn ich im Beethoven-Jahr anfange, einen Comic zu machen über Beethoven. Und der Verleger war auch nicht so begeistert von der Idee. Er sagt, ja, ist ja viel zu spät, wann soll ich das verkaufen? Und eigentlich hat nur meine Partnerin gesagt, die die Seiten gesehen hat, gesagt, so, Moment mal, da musst du weitermachen, du bist da noch nicht fertig. Da ist ein Buch drin. So, die Figur ist da. Und das ist ja eigentlich immer das Schwierigste, eine Figur zu finden. Und die Figur war eben da. Und dann habe ich mich entschieden, das Buch zu machen und eine lange Geschichte daraus zu machen und gesagt, ja, egal, wird schon seinen Leser finden. Und dann ging diese Corona-Sache los und damit ist das ganze Beethoven-Jahr ein Stück weit ins Wasser gefallen. Also, wir Comiczeichner haben ja irgendwie Glück, weil ein Buch kann man Leuten dann auch in der Quarantäne in die Hand drücken. Aber was da geplant war an Konzerten, an Musikern, mit ihren Auftritten und was alles ins Wasser gefallen ist. Und das ist, denke ich, immer so, alle Menschen, die für die Bühne arbeiten, haben so ein unglaubliches Pech gehabt dieses Jahr. Und ist auch super tragisch. Ja, aber daraus ist das Buch geworden. Das Buch ist da. Ein tolles Buch.
Du hast gesagt, am schwierigsten ist die Figur zu finden. Nun aber bei Beethoven ist wahrscheinlich noch eine weitere Schwierigkeit, nämlich man weiß ja ziemlich wenig über ihn. Also aus der ersten Hand sozusagen. Wenn, dann nur aus seinem Umfeld und aus Zeitzeugenberichten. Oft sind das sogar Mythenbildungen, also auch Verfälschungen. Und keine Ahnung, man stellte sich ja auch selbst ins Licht anstelle von Beethoven. Du widmest dich den Jugendjahren von dem Komponisten und stützt dich dabei grundlegend auf die Erinnerungen aus des 10 Jahre jüngeren Gottfried Fischer, eines Nachbarn der Beethovens in der Bonner Rheingasse. Warum diese Quelle? Und gab es noch andere dann, die du angewendet hast? Ja, genau. Es gibt bei Beethoven ja schon eine relativ reiche Quellenlage, was sein späteres Leben betrifft. Aber tatsächlich in seiner Kindheit und Jugend ist die Quellenlage relativ überschaubar. Und natürlich gibt es irgendwie Quellen, von denen man eher die Hand lassen sollte, weil sie einfach nicht glaubwürdig sind, und Quellen, die eine gewisse Authentizität besitzen. Und zum Beispiel als schlechte Quelle ist zum Beispiel der Anton Schindler zu nennen. Also jemand, der sich selbst in Tagebücher von Beethoven aus dem Nachlass reingeschrieben hat, um sich selbst wichtig zu machen. Jemand, der dann später in Paris auf seiner Visitenkarte stehen hatte, Beethovens Freund, nach dem Ableben von Beethoven. Das ist jemand, der natürlich als Quelle sich disqualifiziert. Und eine Quelle, die bisher auch wenig Aufmerksamkeit gefunden hatte in der Beethoven-Forschung, ist eben dieses Fischersche Manuskript, also dieser Nachbarsjunge, der einfach das aufgeschrieben hat, an was er sich erinnert hatte, von seinen Nachbarn, den Beethovens. Und das ist eine Quelle, die im gesamten 19. Jahrhundert komplett abgetan wurde, weil sie eben von so einem Proleten geschrieben ist. Und das ist einfach nicht, das wollte man nicht in Verbindung gesetzt haben mit dem göttlichen Genie Beethoven. Und in der neueren Beethoven-Forschung ist diese Quelle aber wieder sehr, sehr rehabilitiert worden, weil man einfach sagt, dieser Bäcker hat überhaupt keinen Anlass, uns zu belügen, und ist auch im Text einfach sichtbar. Es ist, da stecken solche Details drin, die so spezifisch sind, dass man das förmlich, also man kann die Realität da förmlich drin fühlen, weil es so alltäglich ist. Welche zum Beispiel? Welche waren das? Welche kleinen Details? Erstmal ist eine der wenigen Beschreibungen des Aussehens von dem jungen Beethoven, wie der aussieht, also dass er eben so fast keinen Hals hat, so diese große Stirn, dieses etwas bullige, ernsthafte Kind, was mir als Beschreibung schon mal sehr geholfen hat, weil auf allen Porträts sieht Beethoven immer unterschiedlich aus. Also man denkt, diese Künstler, die ihn über die Zeit porträtiert haben, haben immer jemand anders porträtiert. Und diese wörtliche Beschreibung von Fischer fand ich sehr, sehr hilfreich. Oder so Kleinigkeiten, dass er sagt, ja, es ist ein sehr ernstes Kind. Wenn man ihn Huckepack trägt, ist er glücklich und lacht, bis er nicht mehr atmen kann. Also eben diese Kleinigkeiten. Das kleine Genie versucht, ein Großer zu werden, er schlägt sich durch das Leben durch, versucht sein Glück bei verschiedenen anderen Komponisten als Lehrling, schreibt seine ersten Stücke und so weiter und so weiter. Was hast du über Beethoven Interessantes herausgefunden, neben zum Beispiel dieses ohne Hals und so weiter, so rein persönlich Interessantes für dich, worauf du deine Story aufbaust? Ja, vielleicht einen Charakterzug, der mir in der Recherche aufgefallen ist, Beethoven jemand war, der mit einer großen körperlichen Schwäche zu kämpfen hatte. Mit zwei großen körperlichen Schwächen. Also einerseits immer eine katastrophale Verdauung. Also er musste wirklich einen katastrophalen Darmtrakt gehabt haben, was in den Briefen immer wieder auftaucht. Und zum anderen eben, was wir eher wissen, dieses Gehör, was ihn sehr früh verlässt. Und dann festzustellen, dass Beethoven jemand ist, der immer in den größten Momenten der Schwäche, immer wenn man wirklich sagt, okay, das ist jetzt wirklich eine Lage, wo man nicht mehr weiter weiß und wo es nicht mehr weitergeht, zum Beispiel
als er das Heiligenstädter Testament schreibt, was ja wirklich ein Abschiedsbrief an die Welt ist eigentlich. Direkt danach schwingt er sich auf zu den höchsten Höhen und zu seinen größten Stücken und zu seinen größten Leistungen. Und das fand ich unglaublich imponierend, dass jemand so ein Stehaufmännchen ist und immer, wenn er eigentlich ganz unten sein müsste, plötzlich eine neue Energie findet, mit der er weitermachen kann. Dann würde mich an dieser Stelle was Persönliches über dich interessieren, nämlich was bringt dich zu den größten Leistungen, zu der größten Energie, wo du am besten schöpfen kannst? Schwierige Frage. Vielleicht auch so ein, das sind auch so Kurven. Also es gibt Zeiten von höchster Produktivität, wo man wirklich sagt, boah, ich schaffe gerade, da entsteht gerade was irgendwie, was für mein Können eine neue Stufe ist. Und ein halbes Jahr später befindet man sich wieder in einem absoluten Tief, wo gar nichts stattfindet. Also wo ich keinen Stift anrühre, wo ich nicht mal den Gedanken fassen kann, ich möchte was zeichnen. Also es ist wirklich so eine tiefe Abneigung dann. Und auch so eine Faulheit und einen Stillstand. Und ich habe aber manchmal das Gefühl, dass diese Produktivität kommt auch aus diesem Stillstand. Also diese beiden Zustände bedingen einander. Zumindest rede ich mir das gerade in diesem Corona-Winterschlaf ein. Es gibt wohl nichts, was der Comic nicht könnte. Das Medium kann jede Geschichte erzählen und jedes Thema bearbeiten. Die Musik bleibt selbst nach einem Beethoven-Jahr 2020 universell. Aber die Musik zu visualisieren, das muss schwer sein. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Wie setzt man das in ein Bild um? Welche Ideen hattest du dazu, kommt hier der Comic bzw. der Comiczeichner an seine Grenzen? Ja, die Antwort ist natürlich ja. Also ich stimme dir zu, das Comic kann wirklich alles erzählen, aber natürlich nicht in derselben Kraft, wie so eine Beethoven-Klaviersonate hat. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, sich anzunähern. Und was bei Beethoven besonders gut funktioniert hat, ist, dass er, glaube ich, die Musik aus Bildern geschaffen hat. Also ganz oft findet man in seiner Musik Motive. Und man kann bestimmte Bilder hören, die er, glaube ich, ganz bewusst gesehen hat. Also er hat Bilder gesehen und diese, zum Beispiel das Bild einer Landschaft, über die ein Sturm hereinbricht. Und diese Bilder kann man eben schon auch wieder dekodieren und raushören aus der Musik. Deswegen hört es sich erstmal so unmöglich an, das zu machen, aber eigentlich geht es gut, weil die Bilder und Bewegungen und Dynamiken in dieser Musik schon ablesbar sind. Genau, wir sehen, wie hier zum Beispiel, ja super gewaltig, super gewaltig. Was hattest du dann so vor Augen, wenn du diese Linien, diese Notenwolken oder diese abstrakte Linien und Wolken, Farbenwolken gezeichnet hast? Also ich hatte oft diese spiralförmigen Aufwärtsbewegungen im Kopf bei seiner Musik. Also das ist, dass alles in Bewegung ist und oft eben in diesen sehr dynamischen Wellenbewegungen und ich habe eben versucht, das dann in Linien umzusetzen, diese gehörten Linien eben in Linien auf dem Papier zu bringen. Genau, das sehen wir wieder. Die Technik hat ein bisschen vorgegriffen, nämlich manchmal machst du auch anstatt diesen Linien, diesen Wolken, diesen gewaltigen Farben, machst du tatsächlich in Anführungszeichen einfach eine Partitur, also zeichnest du das, die aus dem Klavier empor steigt, als ob Schröder in Peanuts spielen würde. Charles M. Schulz hat gemeint, sogar der Schöpfer von Peanuts natürlich,
Er mochte die Muster, die durch die Noten auf den Saiten entstanden, und so arbeitete er genau an den Partituren. Er vermutete, es gebe Leser, die Schröders Noten nachspielen würden. Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe in so einem Zitat von ihm gefunden. War das bei dir ähnlich? Waren die Peanuts und Schröder, der ja Beethoven über alles liebt, auch eine deiner Inspirationsquellen? Nein. Also Charles M. Schulz ist natürlich einer der Großen im Comic. Ich muss aber sagen, ich habe so nie so einen Zugang zu den Peanuts gefunden. Von daher sind sie tatsächlich, obwohl sie wirklich Teil des klassischen Comic-Kanons sind, sind sie mir nicht besonders bekannt, außer natürlich ein paar Strips. Da ist dann, glaube ich, jemand zum Beispiel wie Anna Haifisch ist dann, glaube ich, viel mehr von ihm beeinflusst. Und tatsächlich spielt er bei mir in der so als Vorbild keine große Rolle. Also da sind dann andere Comiczeichner viel dominanter. Weil wir sehen ja auch, ne, also zum Beispiel hier jetzt, dass er da sich ausprobiert, oder eben die Eleonora, wo er da in den höheren Sphären war, da sieht man tatsächlich außen auch Noten. Sind das tatsächlich, ist das Beethovensche Musik tatsächlich, oder hast du irgendwas da gezeichnet? Das erste Beispiel sind tatsächlich Ausschnitte aus seinen Skizzenbüchern, die ja unglaublich schön auch sind. Also, weil man eben total sieht, wie er gearbeitet hat in Partituren. Also da wird durchgestrichen, da wird gekrakelt, da wird wirklich gearbeitet auf diesen Blättern. Und deswegen dachte ich, für die Stellen, wo Beethovens Musik sozusagen als Partitur sichtbar ist, muss es wirklich seine Originalhandschrift sein. Und ich habe die einfach mit Photoshop sozusagen dort an diesen Stellen eingebaut. Das zweite Beispiel ist das Stück, ist ein ist aus der modernen Musik, und zwar aus dem Stück Colère von Rebecca Saunders. Und da war diese Idee, dass also die Musik von Rebecca Saunders ist ja immer noch eine der meistgehassten Musikstücke. Also die wird ja wirklich immer noch wirklich sehr, sehr beschimpft für ihre Kunst, was natürlich großartig ist, wenn man so Kunst schafft, die so lange Menschen verärgert. Und ich dachte eben, dass es gut zu der Eleonore passt, die die in der Geschichte ein bisschen diese Position einnimmt, dieser Frauen, die damals wahnsinnig gebildet waren, die große Talente hatten und dann eben eigentlich schon voll in der Moderne stehen, aber die Gesellschaft eben einfach noch diese, obwohl die Aufklärung schon da ist, also die Philosophie für Gleichberechtigung ist schon da, aber eben noch nicht die Gesellschaft dazu bereit, diesen Schritt zu machen. Und da fand ich es irgendwie passend, dass Eleonore sozusagen schon diese moderne Musik von Rebecca Saunders vorgreift. Durch deine abstrakten, gewaltigen Bilder zeigst du, wie Beethoven die Musik in ganz neue Sphären treibt. Das Gleiche tust du meiner Meinung nach dann auch du mit deinem Comic. Es scheint beinahe, als du davon besessen wärest, die Grenzen des Comics auszuloten. Dieses modernen, aber stummen Mediums ist doch kein so stummes Medium, oder? Wenn man so deinen Beethoven-Comic anschaut. Ja, ist vielleicht so eine etwas übermütige Hoffnung, aber das ist meine Sicht von jeglicher Kleinkunst. Also ich finde zum Beispiel, das Puppenspiel kann auch Sachen, die, obwohl es so einfache Mittel sind, kann es Sachen, die ganz groß sind. Und das ist immer mein Anspruch an das Comic sozusagen. Das ist ein Stück weit immer an diesen Grenzen des Mediums kratzt und schaut, hey, kann man noch ein Stückchen weitergehen? Und es gibt ja dann ganz viele Comiczeichner, die experimentelle Comics machen und eben mit dem Medium an sich spielen. Und meine Hoffnung ist immer sozusagen, dass
dass man sozusagen mit dem Comic in Erzählbereiche geht, die man jetzt nicht mit dem Comic klassischerweise verbindet. Diese Farb- und Linienwolken der beethovenschen Musik stehen in Kontrast zu der Farbigkeit des Buches, das ja realistischer und quasi in einem Farbton immer wieder gezeichnet ist, anders als die Musik darin. Früher hast du gerne mit dem Bleistift gezeichnet. Warum die Buntstifte? Warum bist du auf die umgestiegen? Was geben sie dir? Ja, die Wahl der Technik ist immer eine große Frage. Und da war es jetzt eben, der Unfall war eben mit Buntstiften gezeichnet, weil ich dort eben in Neukerode in der Kunstwerkstatt, die Villa Luise, wurde eben sehr viel mit Buntstift gearbeitet und ich fand die Ergebnisse sehr, sehr stark, dieser Künstler. Und dachte, hey, das könnte eine Möglichkeit sein für auch dein Comic sozusagen, diese Buntstifttechnik zu benutzen, weil sie eine gewisse Weichheit hat und eine gewisse, eine gewisse Weichheit einfach im Medium ist. Und für Goldjunge war dann die Entscheidung, auf die Feder zu wechseln, also die harte, kratzende Stahlfeder, um die ich mich bisher immer gedrückt habe. Und dann, weil es eben gut zu diesem 17. Jahrhundert passt, zu dieser Zeit auch. Und dann die große Überraschung, dass es sehr viel Spaß macht, sich mit dieser Feder zu zeichnen. Also es war ein großes Vergnügen. Nun ist der Unfall ausgezeichnet worden. Das Beethoven-Jahr ist zu Ende. Woran arbeitest du jetzt? Das ist noch ein bisschen unklar. Also es ist genau dieser Zeitraum, wo der sehr schön ist, aber irgendwie auch sehr beunruhigend, wo man tatsächlich nicht weiß, was als nächstes ansteht. Und es gibt ja viele Autoren, die sagen, wenn man ein Buch schreibt, muss man das nächste eigentlich schon in petto haben, damit man nicht in ein Riesenloch fällt. Und ich glaube, ich bin der Meinung, eigentlich braucht es dieses Loch, in das man fällt, weil mein Gedanke ist immer, dass ich alle Ideen, die ich habe, in das Buch packe, das ich gerade mache. Weil ich möchte die Zeit des Lesers einfach nicht verschwenden. Wenn der Leser dieses Buch aufschlägt und dieses Geld dafür bezahlt hat, will ich, dass er sozusagen von mir das Beste bekommt. Also dass das beste Buch ist, was ich machen kann. Was heißt, wenn das Buch fertig ist, habe ich alle meine Ideen verbraten. Und alles, was ich direkt danach mache, ist tatsächlich ein Wiederaufwärmen der gleichen Ideen. Und deswegen, glaube ich, braucht es diese Zwischenräume, wo man tatsächlich nochmal neue Erfahrungen sammelt und nochmal was Neues kennenlernt und ein Stück weit ein anderer Mensch wird sogar, damit man wieder was Neues zu erzählen hat. Das klingt doch vielversprechend. Sehen wir uns dann mit dem Unfall und dem Goldjungen in Warschau bei der nächsten Comic Server Warschauer Edition? Ich hoffe doch sehr, dass wir irgendwann zu einer Normalität zurückkehren können und dass diese Buchfestivals, die für uns Künstler wahnsinnig wichtig sind, weil da treffen wir unsere Leser, da wird diese Kunst hochgeschätzt. Deswegen sind die für uns so wichtig, diese Buchfeste. Deswegen, ja. Lass es uns hoffen. Michael, danke für das Gespräch. Toll, dich gesehen zu haben. Ich wünsche dir viele Ideen und viel Erfolg. Ja, vielen, vielen Dank.